Man muss viel rennen und man muss auch mal anpacken. Micha! Einer mit Koffer fehlt! Ah, jetzt haben sie das mitgenommen. Nein, 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 nein! Man soll das Vorfeld schon sauber halten. Sind wir doch fündig geworden? Es ist alles Zeitmanagement. Und jetzt zünden wir. Ohne ihn. Einen schönen guten Morgen, der Timo. Rollt morgens kein Flieger vom Hof. Timo Krieg ist Follow-Me-Fahrer in der Frühschicht. Mit seinen Kollegen sorgt er für Sicherheit. Bevor die ersten Maschinen abheben oder landen, kontrolliert er die Start- und Landebahn. Okay, machen wir so. Ciao. Viel Zeit hat er dafür nicht. Der erste Flieger ist schon im Anflug, funkt der Tower. Herzlichen guten Morgen. Der Kandidat, da ist er. Norden, hat noch 15 Meilen zu fliegen. Das ist der 15 Meilen. Und das ist der Frachter für Norden. Hier ist der Nordteil. Und wir fahren jetzt auf diese Piste, warten jetzt. Hier wartet mein Kollege, dass wir zusammen die Piste jetzt fahren. Okay. Müsst ihr das immer zu zweit machen? Ja. Die Piste im Norden wollen sie zuerst checken. Anschließend die zweite im Süden. 25 Maschinen haben das Nachtflugverbot abgewartet. Jetzt wollen sie raus. Die Overnights, ja, mit Austrian, Portugal, Air Portugal, Brussels, Airlines, einige Lufthansa, die morgens Frankfurt, München anfliegen. Ryanair natürlich auf dem Alpha-Vorfeld. Hier die Eurowings, das ist noch die Nachtpost gewesen. Die wird dann hier mal abgefertigt, die geht morgens um 0 Uhr dann nach Stuttgart und kommt da um 1 wieder zurück aus Stuttgart, eine andere Maschine. Die darf hier noch landen. Weil eigentlich so ein Nachtflugverbot. Nachtflugverbot, ja, die sind ausgenommen. Auch der eine oder andere Millionär hat hier seinen Flieger über Nacht geparkt. Das ist eben die GATT-Abfertigung, Privatfliegerei mit den kleinen Jets. Da treffe ich mich jetzt mit meinen Kollegen zum Pistencheck der Piste 07. Carsten für Timo? Ja, höre, hinter dir. Da bin ich überrascht. Danke. Ja, fahren wir zum Stichweg an der Charlie. Jo. Timo Krieg kennt alle Berliner Flughäfen. Seit 2018 arbeitet er am BER. Davor war er in Tegel und Schönefeld. Angefangen hat er als Gepäckverlader. 2004 beim Bodenverkehrsdienst angefangen und seit 2018 bin ich jetzt hier bei den Follow-Me's. Und warum? Weil ich es wollte. Es ist also wirklich toll, macht mir Spaß, jeden Tag was anderes und ja, man fühlt sich wohl. Mein Kollege ist da, ich melde uns an. Beim Tower. Die Follow-Me-Fahrer dürfen nur mit Erlaubnis der Fluglotsen auf die Start- und Landebahn. Doch der Kollege im Kontrollturm ist nicht erreichbar. Er quatscht gerade mit dem Frachter. Noch 10 Minuten entfernt. Turm Nord für den Follow-Me Juliet, Follow-Me Bravo, Lima 8 bereit für Pistencheck im Gegensatz der Betriebssichtung inklusive Abroller. Juliet und Bravo, Piste 07 links genehmigt. Die Piste 07 links genehmigt, Follow-Me Juliet, Follow-Me Bravo. Auf geht's. 3,6 Kilometer lang und 45 Meter breit ist die Nordbahn, so groß wie 23 Fußballfelder. Tote Tiere, Folien, Papier. Auf der Bahn kann viel landen, was hier nicht hingehört. Danach suchen sie jetzt. Und da sind wir eben da Augenmerk drauf zu haben. Und das ist der geschulte Blick. Eigentlich sieht man sowas schon. Man weiß, wo man gucken muss und kann. Den meisten Müll bläst der Wind auf die Bahn. Mal mehr, mal weniger. Triebwerke könnten den Müll ansaugen und Flugzeuge in Gefahr bringen. Morgens um 5:30 auf der Piste. Ein Traumjob für Timo. Wer darf schon auf einer Landebahn herumkurven? Natürlich nur im Auftrag der Sicherheit. Ich hier ab und zu mal, wo die FedEx ist. Die wird jetzt hier die Nordpiste anfliegen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit.
man muss auch wirklich Flughafen verrückt sein und auch diese Leidenschaft mitbringen für die Fliegerei. Und dann ist das wirklich ein schönes Arbeitsleben. So, dann sind wir schon am Ende angekommen. Verlasse jetzt die Piste, melde frei an den Lotsen. Follow me Juliet, follow me Bravo, die Piste 07 links über die Lima 1. Verlassen Zustand trocken und wir wechseln zum Benüffung Turm Nord. Ja, verstanden. Danke, ciao. Da kommt der erste Flieger des Tages. Eine Frachtmaschine aus Paris. Starts am laufenden Band am Airport Willy Brandt. Urlaubsflieger nach Heraklion, Malaga und Mallorca, nach Antalya, Lissabon und Barcelona. Halb Europa steht auf der Abflugliste am Vormittag. Mit Flughafenromantik. Das ist schon herrlich. Wenn man gerade hier Alpha Bravo, die Rollbahn, hier seine Checks fährt und die ersten Maschinen gehen raus und dann hat man so einen Sonnenaufgang, dann sagt man, mit der beste Job, den man haben kann. Inklusive Flugzeuge hautnah. Flug KL1818 nach Amsterdam. Der Vormittag läuft, keine Probleme. Nur ein paar Vögel machen Stress und sind auf Kollisionskurs, wie hier haarscharf vorbei an Flug 8208 nach Catania. Doch für diese Tiefflieger sind sie gerüstet. Das ist einer unserer 11 Schrecknallanlagen hier am Flughafen. Wir haben 4 Stück im Norden und die restlichen hier verortet im Süden, an den Bahnköpfen jeweils zur Verkrämung von Vögeln. Und jetzt zünden wir. Mal Gehörschutz tragen. Im Radius 100 Meter dürfen keine Mitarbeiter stehen, dass die da nicht getroffen werden vom Schall. Mit einem Mittel, die Vögel hier von der Piste fernzuhalten. Im regelmäßigen Abstand nicht zu oft, sonst gewöhnen sich auch Vögel an diese Schrecknallanlagen und würden sich vielleicht sogar darauf setzen. Timo muss weiter. Die Langstreckenflieger aus Amerika und Asien kommen. Er soll sie lotsen. Gleich. Vom Vorfeld zum Terminal 1. Im ersten Stock ist das Büro von Annette Kolesow. Sie ist Ramp Agent, verantwortlich für die Abfertigung von Flugzeugen. Okay, sonst irgendwelche Besonderheiten? Die Brandenburgerin wird unterstützt von Jason White im Office. Ich warte jetzt auf die Unterlagen. Für die Scoot, das ist eine 787. Das ist ein Whitebody, ein Dreamliner. Und ja. Scheint voluminös zu sein. Ist ein großer Flieger, genau. Annette Kolesow arbeitet am Flugzeug, ihr Kollege im Büro. Er liefert Daten über Sprit, Fracht und Passagiere. Der Flieger hat Verspätung. Heute wird's stressig. Ja, weil ich habe dann eine bestimmte Bodenzeit einzuhalten, auch wenn sie sich verspätet. Und in der Zeit muss alles fertig gemacht werden. Also wenn sie später kommt, müssen wir auch mehr hetzen. Um 8 Uhr sollte die Maschine landen. Aktuell ist sie für 8.15 Uhr angekündigt. Genug Zeit noch für einen Kaffee. Die 25-Jährige hat eine Lehre als Luftverkehrskauffrau abgeschlossen. Seit 3 Jahren arbeitet sie als Flugzeugabfertigerin. Man hat jeden Tag mit anderen Menschen zu tun, mit anderen Kunden und es passiert immer was Neues. Und das ist die Sache, die es so interessant macht. Ein wahrer Knochenjob? Es kann stressig werden. Natürlich ist es auch eine wetterbedingte Tätigkeit. Also wir müssen in stürmenden Regen, im Schnee, wir müssen immer funktionieren und immer draußen sein. Auf alles gewappnet sein, wie wir so schön sagen. Der Flughafen hat mich tatsächlich immer fasziniert, weil ich bin in Tegel groß geworden und ich bin neben dem Flughafen groß geworden. Und ich glaube, daher stammt so meine Faszination für Flugzeuge und für diesen Trubel. Ihren Eltern sendet sie Fotos von ihrer Arbeit. Sie wollen verstehen, was ihre Tochter am BER macht.
funktioniert aber nur mit mäßigem Erfolg. Ach, das ist so schwer. Ich mache eigentlich immer nur den hier und dann wissen sie schon halbwegs, was gemeint ist. Es geht los. So. Das ist das Signal und ich werde auch schon gerufen. Das Signal bedeutet, noch 15 Minuten, alles auf Position. Trotz Verspätung, die Maschine muss pünktlich wieder starten. Die Zeit ist auf 9.30 Uhr gesetzt, das heißt, ich habe ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten. Es wird knapp, weil natürlich ein Haufen Leute aussteigen, 312 Leute sollen aussteigen und so viel gehen auch wieder rein. Und das ist immer ein kritischer Punkt, ob man das wirklich alles hinkriegt. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ursachen können natürlich sein, dass der Tanker oder das Cleaning zu spät ist. Das könnte eine Ursache sein, weil wenn die Kabine nicht gereinigt ist, können die Passagiere noch nicht einsteigen. Oder wenn der Tanker noch dranhängt und betankt, können die Passagiere ebenfalls nicht einsteigen, weil das ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist. Danke. Okay, bis gleich. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen schon sputen. Ab jetzt beginnt der Spaß. Auch Timo Krieg ist für den Whitebody im Einsatz. Der Follow-Me-Fahrer muss die Parkposition für den Langstreckenflieger kontrollieren. Und da sehe ich schon ganz viel rumstehen. Das müsste dann entfernt werden. Ich spreche jetzt die Ladegruppe direkt an, dass die alles hier wegnehmen. Auch der Heiloder muss da weg, weil bei der Entladung und Beladen ist immer schlecht. Moin! Könnt ihr das Förderband und den Heiloder noch entfernen? Für die Scoot, die kommt um 14 nach, ist die hier. Das ist lieb. Heiloder auch, ja? Danke. Gut, dann frohes Schaffen. Passt auf euch auf. Sie erwarten eines der größten Flugzeuge, die am BER landen. 60 Meter breit, 62 Meter lang. Dieser Airbus nach London muss noch weg. Erst dann reicht der Platz für den Riesen. Jetzt geht noch mal einen FOD-Check mal und dann holen wir die Scoot ab. FOD, Foreign Object Damage, kurzum Müll. Hier kommt sie hin. Wenn alles gut geht, steht sie dann da. Jede Parkposition muss sauber sein. 100 hat der BER, 25 davon mit Fluggastbrücken. Kein FOD, kein Müll darf hier liegen und auf keinen Fall von den Triebwerken angesaugt werden. Sind wir doch fündig geworden. Wir müssen gleich los, die ist jetzt hier landet. Jetzt holen wir sie rasch ab. Der Tower meldet sich per Funk. Über die Victor 2 dann zum Standplatz Bravo 09 Alpha. Juliet, verstanden. Guten Morgen. Flug TR-734 aus Singapur. Ab 8 Uhr landen die ersten Langstreckenflieger, sagt Timo Krieg. Sie kommen aus New York, Los Angeles, Amman, Dubai, Katar, Oman, Dalian in China und aus Singapur. Follow-Me ist eingeschaltet. Timo Krieg lotst die Piloten zur Parkposition. Es ist wichtig, dass man die Triebwerke immer im Innenspiegel beide hat und nach hinten raus, nach links und rechts dann in den Außenspiegel die Wingtips, also die Flügelspitzen, dann hat man einen guten Abstand. Die Boeing muss in 80 Minuten wieder raus. Ein Wettlauf mit der Zeit für Annette Kolesow und ihr Team. Anhand der Lichter auf der Position können wir jetzt sehen, dass die Maschine gelandet ist und jetzt auf dem Weg zu unserer Position ist. Da ist er schon. Paris, Rom, New York. Die Brandenburgerin liebt stete Reisen, aber vor einer Flugreise hat sie Respekt. Ich bin ein kleiner Schisser. Ich habe Angst vor Turbulenzen. Für mich fühlt es sich immer an, als ob wir dann bergab gehen. Also ich bin wirklich ein kleiner Schisser. Kein Schisser ist sie in ihrem Job mit den erfahrenen Kollegen. So, wir müssen dann jetzt nach oben.
Alle hören jetzt auf ihr Kommando, der jüngsten Ramp-Agentin am Flughafen Berlin-Brandenburg. Noch wenige Meter bis zur Parkposition. Timo Krieg wird die Piloten jetzt einwinken. Ich mal kurz so stehen. Die Zeichen der Follow-Me-Fahrer sind weltweit einheitlich. Gerade rollen, mehr nach links, Stopp, Bremse anziehen. Beim Lotsen hat er so seine Favoriten. Eigentlich die Großen immer, die sind schon was Schönes. Wenn die Bremsklötze, die sogenannten Chocks, an den Reifen liegen, gibt Timo das Schlusszeichen. Die Piloten können die Triebwerke ausschalten. Die Maschine steht sicher. Timo hat es eilig. Der nächste Whitebody ist schon gelandet. Annette muss noch warten. Flugzeugabfertigungen sind sehr unterschiedlich. Die Airlines bestimmen die Abläufe. Das wäre jetzt so zum Beispiel, dass wir die Brücke an die zweite Tür fahren. Die wollen keine zweite Treppe für hinten, damit das Cleaning von hinten rein kann. Andere Airlines wollen das. Und das sind so Kleinigkeiten, die muss man beachten. Alles streng geregelt, mit Vertrag. Ein Job als Pilotin wäre doch eine schöne Perspektive. Nein, nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist schon eine komplexe Aufgabe. Also wir werden es gleich sehen, wenn wir ins Cockpit reingehen. Das ist schon nicht ohne. Sieht schön aus, aber ich glaube, es ist noch anstrengender. Erst nach dem Andocken der Fluggastbrücke darf Annette loslegen. Okay, und los geht's. Komm mal. Flugzeugtüren öffnen, das ist Chefsache. Für jeden Flieger bekommen Ramp-Agents eine Extraschulung. Hi, welcome to Berlin. Any specials on board? Benötigt ein Passagier Hilfe beim Aussteigen, will Annette wissen? Ja, ein Rollstuhlfahrer, antwortet die Flugbegleiterin. Oh, und jetzt schnell runter. Um den Rollstuhlfahrer kümmert sich ein Serviceteam. Die erste Hürde ist geschafft. Die Passagiere gehen von Bord. Wie weit sind die Arbeiten an der Maschine? Ich muss jetzt zum Beispiel kontrollieren, ob die Jungs auch den Strom stecken, weil der Flieger muss mit Strom versorgt werden, damit die Air Power Unit nicht permanent läuft. Ist natürlich Kerosinverschwendung und nicht gut für die Umwelt. Licht, Elektronik und Klimaanlage werden jetzt mit Flughafenstrom versorgt. Es ist alles da. Der Tanker steht, der Techniker ist vor Ort, der Laboratory Service ist hier und mein Loadmaster öffnet die Tür mit einer Servicetreppe, alles so wie es sein sollte. Und das ist der Loadmaster, der Lademeister. Michael Hiekel, seit 22 Jahren arbeitet der Brandenburger auf Berliner Flughäfen. Tegel, Schönefeld und jetzt BER. Sein Auftrag, Kontrolle der Frachtbeladung. Es ist nicht viel drauf. 3 Cargo, eine Palette. Gibt auch Tage voll rein, voll raus. Im Bauch der Boeing 14 Container. 10 mit Gepäck, 3 mit Fracht. Handarbeit beim Ausladen, Hightech beim Erfassen der Ladung. Gepäck wurde ausgeladen. Nächster Schritt, wir haben einen Gepäckscanner. Und somit kann der Zeitpunkt der Entladung immer nachvollzogen werden. Erster Container, letzter Container. Die Daten werden sofort ins Büro gebeamt. Inbound. Singapur. Die sind vorne. Okay. Der Zeitplan stimmt. Ja, bis jetzt läuft's.
So, nochmal auf die Uhr schauen. In einer knappen Stunde will sie wieder raus. Sieht gut aus. Zum Glück ist der Flieger heute nur halb voll mit Fracht. Das spart Zeit. Cargo-Papiere in A5? Alle kommen nachgenommen. Ja, wer hat denn die jetzt? Annette. Annette hat die genommen. Okay, dann ist alles gut, ja. Jetzt noch zwei Cargo-Container vorne. Und dann haben wir ausgeladen. Und liegen gut in der Zeit. Im Gegensatz zu Annette ist Michael in seiner Freizeit begeisterter Pilot mit eigener Lizenz. Ich habe schon als Jugendlicher Segelflug gemacht. Da habe ich für die Fliegerei praktisch die Fliegerei für mich entdeckt. Und da hast du ja auch dein Leben selbst in der Hand. Also wenn du alleine fliegst, auf jeden Fall. Ja. Musst dann auch der Thermik suchen, dich hochschrauben, weiterfliegen. Ja, das ist schon... muss man mögen. Doch dafür hat der 55-Jährige heute keine Zeit mehr. Er hat drei Enkelkinder, ein Haus und arbeitet Schichtdienst, muss auch am Wochenende ran. Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, von der Wand weg. 24 links, rechts. 23 links, rechts. Die nächsten. Ja, okay. Das Beladen beginnt. Jeder Container hat seinen festen Platz im Laderaum, damit der Flieger nicht aus der Balance gerät. Alles genau berechnet und steht auf den Frachtpapieren. Ramp Agent und Lademeister kontrollieren. Der war links. Ja. Cargo-Container. Dann klappt ja alles. Läuft, super Wetter, wird abfertigen, also besser kann es nicht laufen. Okay. Ramp-Agentin Annette checkt die Fracht für die Boeing 787. Die leeren Container müssen heute mit. Genau, ich muss 5 leere Container mitnehmen, weil wir einen sehr hohen Stock hier am BR haben. Und das kostet natürlich Geld, wenn hier Container rumstehen, die nicht genutzt werden. Deswegen schicken wir sie wieder zurück nach Singapur und von dort aus können sie wieder in die Welt verteilt werden, wo sie benötigt werden. Die zwei großen Frachttüren sind bei der 787 auf der rechten Seite. Links ist nur ein Mini-Laderaum hinten. Moment, einmal hier so lang. Ich muss wirklich gucken, ob alles leer ist. Nicht, dass irgendwas drin ist, was wieder zurückfliegt, was ein Passagier eventuell vermissen könnte. Deshalb klettern wir jetzt einmal da rein. Das ist der Mini-Frachtraum für das Gepäck der Crew, Kinderwagen, Rollstuhl. Kurzum alles, was noch spontan mit muss. Alles super. Natürlich auch ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Erst hinten ausladen, dann vorne ausladen. Erst vorne einladen, dann hinten einladen. Die Schwerlage des Flugzeugs ist immer unterschiedlich. Wenn wir natürlich das ganze Gewicht nach hinten reinhauen, geht der Flieger natürlich so runter. Und das könnte dann passieren, dass der Flieger aufsitzt. Auch schlecht für die Kollegen. Pro Flugzeug legt sie bis zu 10 Kilometer zurück, inklusive 1000 Treppenstufen. Nächster Check, der Flieger. Toiletten, Küche, funktioniert alles? Alpha 2 Alpha. Okay, in front. Okay. Sitz 2A in der Business Class ist defekt. Ich bringe jetzt schon mal die ersten Papiere ins Cockpit. Wir haben hier einen Crew Change. Die Crew wird nach 12 Stunden natürlich nicht wieder zurückfliegen. Das heißt, es wird gleich eine neue Crew an Bord kommen. Den lege ich schon mal die ersten Dokumente hin. Im Cockpit sind Techniker und kontrollieren die Instrumente. Sitz 2 Alpha ist kaputt. Genau. Haben sie eingetragen. Das werden wir zurückstellen. Alles klar. Ja? Okay. Das heißt, wird er jetzt noch repariert? Entweder wird er repariert oder der Sitz wird freigelassen. Vielleicht kriegen sie es auch hin, dann wird es keiner merken. Annette muss wieder runter. Tanken, beladen, alles nach Plan. Das Cleaning geht jetzt an Bord. Die werden die Maschine reinigen. Warte, Vorsicht. Hi, Nadu. Hallo. Have a good stay in Berlin. Die eine Crew fliegt übermorgen zurück. Die neue Crew flitzt schon am Cleaning-Team vorbei.
Der Kapitän freut sich. Heute ist eine der seltenen Pilotinnen an seiner Seite. Sie fliegt heute die Maschine. Jeder Ablauf ist genau geplant und durchdacht. Das ist alles Zeitmanagement. So. Noch 40 Minuten bis zum Start. Ich liege zeitlich sehr gut. Wir fangen jetzt schon an, die ersten Container einzuladen. Ich habe schon eine Vorplanung gemacht, da kommt der Rest. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Einer würde mir noch fehlen. Genau, kannst du mal mitkommen. Das sind die Baggage-Container. Da sind die Koffer drin der Passagiere und der Crew. Hier wird natürlich sehr unterschieden zwischen Transfer und Lokal. Die Passagiere, die einen Weiterflug haben, haben natürlich eine Priorität. Das heißt, ich muss die Gepäckstücke so planen und verladen, dass sie so schnell wie möglich aus dem Flieger wieder rauskommen und dann zum nächsten Flieger transportiert werden. 312 Passagiere fliegen mit. Und wie viele Gepäckstücke? Kurzer Check mit Kollege Jason White im Office. 185, alles klar. Gut, bis gleich, ciao. So, jetzt muss ich schnell ins Cockpit. Ich gebe ihm jetzt das finale Wert, was wir an Gewicht geplant haben. Und dementsprechend rechnet er sich sein Fuel aus, den wir jetzt noch zusätzlich nachtanken müssen. 80.000 Liter Sprit sind schon in der Maschine. Damit sind die Tanks in den Tragflächen zu drei Viertel voll. Ich habe das Finale. Hi. So, that's for you, your final. Thank you. Pilotinnen an Bord, das ist noch viel zu selten. Nicht nur bei dieser Airline. Mein allergrößter Respekt. Vor allem bei einer großen Maschine finde ich klasse. Die Passagiere warten auf das Boarding. Doch plötzlich wackelt der Zeitplan. Ich kümmere mich. Ich danke dir. Ciao. Ja, weil jetzt hängt nämlich ein Problemchen an. Micha! Und zwar, uns fehlt ein Container. Aha. Der hier, wir müssen zusätzlich einen leeren mitnehmen. Ja, Lademeister Michael Hiekel macht sich auf die Suche. Findet er den leeren Container oder muss er noch einen anderen organisieren? Eventuell. Also wie gesagt, ich rufe gleich noch mal im Keller an, weil mir fehlt noch ein Container. Okay, und wenn du den kriegst. Annette und Michael arbeiten in drei Schichten und oft auch miteinander. Ja, das kommt darauf an, wie die Einteilung ist. Also wir sind drei unterschiedliche Teams sozusagen und man hat halt nicht immer die Gelegenheit, mit jedem zusammenzuarbeiten. Aber es ist nicht das erste Mal. Nein. Wir kommen mal beide ganz gut klar. Ja. Auf jeden Fall. Macht Spaß. Kollegen haben den vermissten Container gefunden. Er ist auf dem Weg. Der Leere geht jetzt rein. Müssen wir mal sehen, wie die Nummer ist. Ja, deswegen, da hinten kommt er schon. Also wenn der jetzt einmal so ranfährt. Jetzt sind alle da. Genau, nur den hier. Der Rest kann weg. Ich muss jetzt wieder oben ins Cockpit und gucken, ob sie mit ihrer Berechnung denn schon mal fertig sind, damit wir den finalen Wert durchgeben können. Flugzeuggewicht und Sprit? Genau. Wir sehen schon, es wird schon ein Pre-Boarding gemacht, um Zeit zu sparen. Der Flieger ist ausgebucht. So, wie schaut's aus? Die Spritberechnung der Piloten ist noch nicht fertig. Warum nicht? Ja, die sind da noch dran. Das ist ebenfalls, kann auch zu einem Verspätungsgrund werden, wenn sie sich natürlich Zeit lassen. Zieht sich alles in die Länge. Fertig. Ah, sehr schön. Die Berechnung. Hervorragend. Sagt ihr unten Bescheid, ja. Selbstverständlich. Sehr schön. Kein extra Treibstoff nötig. Das heißt, dass wir jetzt im Groben schon mal alles haben und bald bereit sind fürs Loadsheet. Das finale Ladepapier. Können Sie aber erst den Piloten geben, wenn unten alles verladen und verschlossen ist.
Pro Schicht müssen Annette und ihr Team mehr als nur einen Flieger abfertigen. Vier. Wenn es ganz übel läuft, fünf. Vielleicht auch mal ein paar mehr. Ihr Fitnessprogramm heißt Flughafen. Das reicht dann aber auch völlig. Es ist hart. Also auch ich komme nach Hause. Ich habe Rückenschmerzen, ich habe Fußschmerzen. Es ist sehr anstrengend. Man muss viel rennen und man muss auch mal anpacken. Wie schaut's aus? Kollege Jason White aus dem Büro ist am Telefon. Alles klar. Sehr schön. Gut, bis gleich. Ciao. Uns fehlen jetzt nur noch 52 Passagiere. Abflug wäre in 14 Minuten. Die Sicherheit ist wieder sehr, sehr voll, weil die müssen ja durch die Sicherheit, die müssen durch die Passkontrolle. Und wenn wir natürlich mehrere Abflüge haben, die den Non-Schengen-Raum anfliegen, wird das halt zu Stau. Zu viele Passagiere, zu wenig Personal. Darunter leiden fast alle Flughäfen in Europa. Die drei größten Flughäfen in Deutschland sind Frankfurt, München und Berlin. Auf Platz 1 steht der BER jedoch in puncto Negativschlagzeilen. Mit 7 Milliarden Euro zu teuer, 9 Jahre zu spät eröffnet. Pannenflughafen. Schlagzeilen, die Follow-Me-Fahrer Timo Krieg nicht mehr hören kann. Ja, das reicht jetzt eigentlich auch. Ja, wir sind hier an den Start gegangen, hatten einen guten Start. So auf einem guten Weg, Corona war. Jetzt wächst langsam wieder alles an, der Flugverkehr geht los. Und darauf sollte man sich fokussieren. Es muss halt liefern, der Flughafen. Seit dem 31. Oktober 2020 ist der BER in Betrieb. 20.000 Menschen arbeiten hier. Die Passagierzahlen steigen, aktuell 2 Millionen pro Monat. 60 Fluggesellschaften fliegen zu 140 Zielen. Im Norden ist der alte Flughafen Schönefeld, als Terminal 5 in den BER integriert, doch seit der Pandemie geschlossen. Traurig. Corona geschuldet, den Rückgang der Flugbewegung. Ja, hoffe natürlich, dass es irgendwann wieder losgeht. Nachts parken hier Flugzeuge, deshalb muss er regelmäßig das Vorfeld nach Müll absuchen. Jede Kontrollfahrt ist auch eine Reise in die Vergangenheit. Hier unser altes Büro, hier durch die Galerie durch und dann war hier rechts war unser altes Büro. Also war auch immer schnell auf dem Vorfeld, ist raus. Hier sind noch die alten Parkplätze von uns gewesen. Einmal hier, Follow Me noch. Die drei Parkplätze. Ja. Tja, schade, schade. Alpha und zwar die Alpha 12. Zwischen dem alten und neuen Flughafen steht noch ein Schätzchen aus vergangenen Tagen. Das war damals das Empfangsgebäude der russischen Besatzungsmacht 1945. Sollte wie ein Hotel sein. Hinten war noch ein Park drin. Das ist aber alles weg. Dann hatte damals noch der Erich Honecker genutzt als Empfangsgebäude. Kam dann immer hier, war damals Regierungsempfang. Zu DDR-Zeiten. Heute hat hier die Bundespolizei ihr Quartier. Gleich daneben ist der Regierungsflughafen. Auch der gehört zum BER. Hier stehen die Jets der Bundesminister, des Kanzlers und des Bundespräsidenten. Fotografieren ist auf dem Gelände streng verboten, aus Sicherheitsgründen. Von den Regierungsfliegern zurück zu Terminal 1. Micha! Einer mit Koffer fehlt! Aber wir müssen noch nicht abladen! Ein Passagier fehlt. 5 Minuten warten sie noch, dann muss sein Koffer ausgeladen werden. Das bedeutet Verspätung. So, wieder ab ins Cockpit. Das Chaos mit den Passagieren erlebt Annette täglich.
Sie checken ein und gehen dann im Terminal essen, shoppen, vergessen die Zeit, verpassen ihren Flug. Ja, nette hier. Oh, hervorragend, sehr schön, ich danke dir. Gut, bis dann, ciao. Es sind alle da. Das heißt, wir machen noch schnell die Änderungen. Die Kollegin am Gate hat angerufen, der fehlende Fluggast ist da. Der Koffer muss nicht raus. So, alles klar. Ejo. Für Michael Hiekel trotzdem keine Entwarnung. Seit 20 Jahren arbeitet er an Flughäfen, hat schon viel erlebt. Deshalb sein Motto, immer auf Nummer sicher gehen. Ja, wir lassen es manchmal noch kurz dran, weil es sein kann, dass kurzfristig doch noch mal was rausgesucht werden muss. Wir können es aber jederzeit schnell wegnehmen. Die Ladepapiere sind jetzt vollständig. Hey, hey. Your final load sheet with a last minute change. We have two bags more in compartment 5. Okay. All passengers are here, but the jetway is full. Yeah. So maybe in 10 minutes. Okay. So have a good flight, have a good day. Bye bye, Wiedersehen. Tschüss. Das hört sich nach Verspätung an. Circa mit 40 Minuten. Die Ursache ist in dem Falle jetzt Sicherheit, natürlich auch Late Arrival, also dass sie zu spät angekommen ist. Und ja, Sicherheit ist jetzt der größte Aspekt gewesen und sowas führt zu Verspätungen. Und nach Abflug sieht das hier nicht aus. Das Boarding ist zu langsam. It's directly to Singapore. Und da ist noch ein Problem. So, der passt nicht in den Flieger. Ich rufe jetzt die Passage wieder an. Der Rollator ist zu groß für das Handgepäckfach, hat die Flugbegleiterin gesagt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder die 5 öffnen. Das ist der Mini-Frachtraum hinten. Zum Glück hat Michael das Vorderband stehen lassen. Shit. Vorderband. Jetzt haben sie das mitgenommen. Nein. Mann, die sollen das da dran lassen. Schnell. Fuck. Um am Vorderband. Kollegen haben das Förderband weggefahren. Doch wo steht der Wagen jetzt? Der Abflug kann noch dauern. Genau gegenüber vom Terminal 1 ist Timo Krieg im Einsatz. Dieser Airbus muss weg. Das ist jetzt die Maschine, die Bravo Hotel Charlie A320. Die soll zur Charlie 1 sein. Hallo, Stuart. Hallo. Na, guten Tag. Hallo. Bereit für Schlepp? Ja. Ja. Gut. Ich melde uns anderen jetzt. Ich höre zu. Alright. Die Maschine ist leer. Die war hier nur zwischengestellt und wird jetzt zu der Position verbracht. Dort warten schon 170 Passagiere auf den Flieger nach Köln. Hier haben wir gleich noch mal so eine Regenrinne. Sehr gehasst bei den Schlepperfahrern. Wenn da einmal kurz genickt wird. Dann wird man gerade mit dem Flugzeug jetzt bei so einem Lifter, mit so einem stangenlosen Schlepper, sehr behutsam rüberfahren. Nicht, dass der dann aus der Haltung springt das Flug ran. Achtung! Rinne. Sieht man gleich, wie er runtergeht. In so einem Schlepper ist schon was anderes. Wenn man da drin sitzt und fährt, ist man ja doch. Mit der Bandscheibe darf man da nichts haben. Follow-Me-Fahrer am Flughafen Innsbruck. Das wäre noch ein Traum von Timo. Er und seine Ehefrau fahren gerne Ski. Dann hätten sie Alpen und Flieger gleich vor der Tür. Auftrag erledigt. Perfekt. Für heute hat Timo Feierabend. Morgen früh dann wieder 4.30 Uhr. Zurück zum Flug nach Singapur.
Ein Rollator muss in den Frachtraum. Er sei zu groß für die Kabine. Was ist jetzt los? Hallo? Der Gast will seinen Rollator wieder haben. Jetzt doch nicht verladen. Alles klar. Pushback. Also alles wieder zurück. Der kommt wieder mit nach oben, weil die Dame einen Weiterflug hat. Die Dame reist weiter nach Bali. In Singapur muss sie schnell umsteigen. Deshalb braucht sie ihren Rollator. Nee, nee. Der kommt jetzt mit. Plötzlich passt der Rollator auch ins Handgepäckfach. Hört sich nach unnötigem Stress an. Braucht man wirklich nicht. Nicht auf die letzten Minuten. Have a good flight. Geschafft. Flug nach Singapur erfolgreich abgefertigt. Ja, Micha, die Brücke fährt jetzt weg. Ich gehe jetzt nach oben. Ich bedanke mich recht herzlich und viel Spaß beim Pushback-Fahren. Alles klar, gut. Bis später. Ciao. Alles klar, okay. Ciao. Die nette Annette hat sich nochmal verabschiedet. Und ja, bis zum nächsten Mal, haben wir dann gesagt. In 2 Stunden kommt der nächste Supervogel. Michael ist auch Schlepperfahrer. Hochgrad, Bravo 8. Machen wir. Bremse ist gelöst. Alles klar, geht los. Der Flieger ist 62 Meter lang. Genauso breit ist auch das Brandenburger Tor. Ich bin noch hier verblüfft, was Hydraulik so bewegen kann. Wir haben gerade eine Bugradlast von 20 Tonnen. Wir müssen hier auch mal rechtzeitig einschlagen beim Whitebody. Gesamtgewicht des Fliegers heute 208 Tonnen. Die Piloten können beim Schleppen nicht lenken. Dafür sorgt der Steuerungspin. Der Steuerungspin ist dafür da, der mit der roten Fahne, damit die Steuerung für den Kapitän unterbrochen ist. Solange wir pushen, steckt der Pin. Er kann von oben nicht mehr das Bugrad steuern. Und der wird natürlich nach dem Pushback entfernt. So, Triebwerke gehen an. Wir sind angekommen. Der Steuerungspin ist weg. Die Piloten können die Boeing wieder lenken. Bis Singapur fliegen Pilotin und Pilot 13 Stunden. Aktuell die längste Reise ab Berlin. Fast 10.000 Kilometer liegen zwischen den beiden Airports. Trotz Verspätung, das Bodenpersonal hat alles gegeben. Ohne die kleinen Problemchen hätten sie den Flug fast pünktlich abgefertigt. Ja, na, wenn man Gas geben muss, muss man Gas geben. Also kann man nicht stehen bleiben. Egal wie hektisch es hier manchmal zugeht, eines ist sicher, der Job macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Michael hat die ganze Woche Frühschicht. Für heute war's das. Den bunten Dreamliner werden sie wieder abfertigen, übermorgen. Die Airline kommt 3-mal pro Woche. Man sieht sich am Flughafen Berlin-Brandenburg.